und dieses Klischee-Bad-Boy-Ding mit Motorrad und Lederjacke und Sonnenbrille und er fährt ohne Helm und Draufgänger und so weiter. Da kann man ja durchaus auch was mitnehmen. Natürlich ist das klischeehaft überzeichnet, aber die meisten Männer heutzutage, und Männer wieder in Anführungszeichen, sind ja auch klischeehaft überzeichnet und zwar genau ins Gegenteil hiervon. Das heißt, die meisten Männer heutzutage heizen dann nicht auf dem Motorrad ohne Helm zum Date, sondern haben erstmal kein Date, weil sie es natürlich nicht hinbekommen. Und selbst wenn sie eins hätten, dann würden sie sich im übertragenen Sinne wieder erstmal stundenlang die Fußnägel lackieren und dann auf so einem Elektroroller mit einem Fahrradhelm hinfahren. Autsch, das ist geil. Schwanzlos! So Freunde, hier ist Teil 3 unserer Misskerl-Charisma-Analyse von Tom Cruise und jetzt gucken wir uns mal an, ob er es gebacken kriegt, auf dem Date den Misskerl mal ein bisschen runterzuschrauben und so die gediegenere, vernünftigere, erwachsenere, charmantere Version von sich auch hinzubekommen. Denn um ein ausgewogener, runder Mann zu sein und wie immer nicht nur für die Ladies, sondern auch für dich selbst, muss halt noch ein paar mehr Facetten haben, als nur die Misskerl-Sprüche reißen zu können. Ja, das gehört auch dazu und fehlt bei den meisten Typen. Aber was bei den meisten Typen auch fehlt, ist ebenso der charmante Erwachsene. Und was dann bei den meisten Männern, in Anführungszeichen, übrig bleibt, ist dann so ein nichtssagendes Neutrum, das weder besonders charmant noch besonders mistkerlich ist und dann bleibt halt nicht mehr so viel übrig und dann wird's eben unter anderem mit den Frauen schwierig. So, und er kommt zum Date zu spät, weil sie hier noch 80er Jahre klischee-mäßig Volleyball gespielt haben und er spielt mit der Jeans. Welcher Affe schwitzt sich denn in der Jeans beim Volleyball ein ab? Aber gut, es ist so, wie es ist. Und dann merkt er halt, scheiße, ich bin verdammt spät dran und muss mich jetzt verpissen. Ey, dreh dich mal um, dein Kumpel bricht das Spiel ab. Was ist denn los, Matt? Komm, bleib hier, wir müssen das Spiel zu Ende. Keine Ahnung, warum er unbedingt die Sonnenbrille absetzen muss, um sich das T-Shirt anzuziehen. Das war anscheinend in den 80ern so. Es tut sich, ich muss weg. Ich habe noch was Wichtiges zu erledigen, Goose. Das kannst du doch noch immer. Komm, mach schon, Mann. Tut mir leid. Tut dir leid. Hey, ihr habt wohl die Hosen voll, was? Für mich. Und wie finde ich das denn generell, dass er jetzt seinem Kumpel das Spiel vermiest? Finde ich in dem Fall okay, dass er sich verpisst, weil wenn du irgendwo einen Termin zusagst, dann musste halt auftauchen oder vorher absagen. Von daher, wenn er absagen hätte wollen, dann hätte er halt ein paar Stunden früher absagen müssen. Dann hätte er hier sein Spiel zu Ende machen können. Und dann fährt er hier natürlich ganz romantisch, illegal ohne Helm zum Date. Leichtfertig bist du. Jetzt weißt hör du schon auf mit der Scheiße, ja? Und die schleimige, fiese 80er-Musik hier, die kommt nachher auch bei der Sexszene. Da finde ich es völlig nervig und unangebracht und so richtig klischee-mäßig 80er. Hier bei der Hinfahrt finde ich es, wenn die Musik nicht so blöd wäre, aber so generell von der Idee her finde ich es gar nicht so schlecht, weil halt ein bisschen Kontrast da ist. Er ist so der harte Typ, der mit dem Motorrad und der Lederjacke ohne Helm hinfährt und ein bisschen dahin heizt, weil er zu spät ist. Bisschen der Chaot, bisschen der Draufgänger, bisschen der Schluri. Da finde ich, geht's fast noch, die schleimige 80er-Musik als Kontrast. Aber zur Sexszene natürlich eine absolute Katastrophe. Wer zum Geier würde solche Musik auflegen? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Gut, in den 80ern vielleicht noch was anderes. Was mich hier nervt, ist, da hätten sie doch wohl ein Motorrad mit einem ein bisschen fetteren Reifen finden können. Also ein bisschen Reifchen. Weiß ich gar nicht, ob das damals schon so war, aber da hätte ich mir gewünscht, dass so ein männlicher 190er Schlappen hinten drauf ist. Ja, ist einfach so. Und dieses Klischee-Bad-Boy-Ding mit Motorrad und Lederjacke und Sonnenbrille und er fährt ohne Helm und Draufgänger und so weiter. Da kann man ja durchaus auch was mitnehmen. Natürlich ist das klischeehaft überzeichnet, aber die meisten Männer heutzutage, und Männer wieder in Anführungszeichen, sind ja auch klischeehaft überzeichnet und zwar genau ins Gegenteil hiervon. Das heißt, die meisten Männer heutzutage heizen dann nicht auf dem Motorrad ohne Helm zum Date, sondern haben erstmal kein Date, weil sie es natürlich nicht hinbekommen. Und selbst wenn sie eins hätten, dann würden sie sich im übertragenen Sinne wieder erstmal stundenlang die Fußnägel lackieren und dann auf so einem Elektroroller mit einem Fahrradhelm hinfahren. Autsch, das ist geil. Schwanzlos! Und ich denke, ihr wisst, wie ich es meine, worauf ich hinaus will. Und zwar, dass beim heutigen Mann nicht mehr viel von Männlichkeit übrig ist, sondern dass die liebe politische Korrektheit aus uns praktisch die Frau 2.0 machen will. Und dass auf einmal sämtlich klassisch männliche Eigenschaften, die zwar jahrtausende lang in uns eingebrannt wurden durch die Evolution, das ist jetzt alles toxische Maskulinität und von vorgestern. Und das war vielleicht in den 80ern so, gilt ja aber heute nicht mehr der ganze Schwachsinn. The feminine values are now the values of America. Sensitivity is more important than truth. Feelings are more important than facts. Commitment
is more important than individuality. Deshalb, wenn ihr wollt, macht vielleicht so ein Mittelding draus. Ja, macht nicht die schleimige 80er-Musik an, fahrt wegen mir trotzdem mit dem Motorrad hin, gerne auch so einen fetten Schlappen hinten drauf. Dann vielleicht aber den Helm anziehen, verhaut vielleicht eure Frau zu Hause nicht, wie das früher so der Fall war. Ja, kleiner Lifehack am Rande, wäre vielleicht ganz nett, sich da ein bisschen zu entwickeln im Vergleich zu früher. Aber seid halt auch nicht die größte Pussy unter der Sonne, wo die Frau überhaupt keine Polarität merken kann, weil absolut überhaupt nichts mehr übrig ist von irgendeiner positiven, inspirierenden Männlichkeit, sondern macht einfach eine gute Mischung draus. Ja, schönes Licht. Verdammt, sagt er ganz gut. Und die Zu-spät-Kommerei zum Date sehe ich ein bisschen zwiegespalten. Hier wird jetzt nicht gesagt, wie spät er ist, aber wenn du jetzt 10 Minuten zu spät bist, dann ist das nicht so tragisch. Außer natürlich, du triffst dich irgendwo, dann empfehle ich, pünktlich zu sein. Aber wenn du dich jetzt, wie in dem Fall hier bei ihr zu Hause oder bei dir zu Hause triffst, dann ist es ja relativ wurscht, wenn jetzt jemand eine Viertelstunde später kommt, dann schreibst du halt vorher eine SMS oder WhatsApp. Aber klar, wenn du dich irgendwo öffentlich triffst und derjenige muss dann da ewig warten oder du kommst dann eine Stunde zu spät, dann reicht's halt auch irgendwann mal. Und wenn du zu spät bist, dann da auch nicht groß zu Kreuze kriechen, sondern hier, sorry, bin viel zu spät dran. Sorry fürs Warten lassen, die Drinks gehen auf mich. Er springt einfach darüber, so der lockere Typ, der sich keinen Kopf um alles macht. Huch, ich könnte mir ja vielleicht den Knöchel verstauchen. Lieutenant! Was denn? Heute ohne Gesang? Ja, das ist vielleicht für die Damen der Schöpfung ein ganz guter Spruch zum Anfang, zum Einstieg. Ja, ich habe mich... Bitte keine Entschuldigung. Ja, finde ich ganz gut. Und er war ja auch ganz nett, sagt, ja, sorry, hab mich verspätet. Halt nicht so ein Heckmeck drum machen. Dürfte ich vor dem Essen schnell mal unter die Dusche? Den Einfall finde ich generell total absurd. Du gehst ja vorm Date vielleicht nochmal duschen und kommst nicht völlig verschwitzt da an wie so ein Pavian. Und dann zur Begrüßung empfehle ich aber eher ranzurücken und die Lady zu umarmen, beziehungsweise so Küsschen links oder rechts kann man auch machen, je nach Situation. Aber halt nicht einfach so reinkommen und gar nichts machen und schon gar nicht die Hand geben, wie einem Vorgesetzten. Jetzt ist es hier vielleicht aber noch ein Sonderfall, weil sie ja tatsächlich seine Vorgesetzte ist, beziehungsweise seine Ausbilderin. Dann labert sie so ein bisschen über die Arbeit und tut so, als hätte sie ihn nur eingeladen, um über die Arbeit zu quatschen. Kann stimmen, kann ein Shit-Test sein. Und er macht's ganz gut, er hört ein bisschen zu, stellt ein, zwei mehr oder weniger belanglose Fragen und leitet dann wieder ins Privatgespräch über. Dann vergessen Sie jetzt mal die Mick. Und da ist er wieder, der intensive Fickerblick, aber diesmal mit bisschen Charmanz, beziehungsweise mit Charme gepaart. Und halt mal mit dieser ruhigeren, erwachseneren, gesetzteren Männlichkeit. Und stellt euch da als Negativkontrast jetzt mal Tanzi, Tanzverbot, vor, wie der sich stattdessen mit Anfang 20 hier verhalten würde. Oder der junge Assi Toni vielleicht auch. Ja, das würde da vielleicht ein bisschen anders ablaufen, aber den ruhigen, vernünftigen Anteil hier brauchst du halt auch. Ja, und dann immer mal wieder ein paar Mistkerl, ein paar Macho-Sprüche dazwischen hauen. Er sagt ihr auch vorher noch, ja, sie haben ja an alles gedacht, aber sie haben den Wein vergessen. Und sie, ach, oh sorry. Ja, dann kannst du auch sowas sagen. Ja, was ein Saftladen, ich komme hier extra her und es gibt noch nicht mal einen vernünftigen Wein. Ich werde hier noch nicht mal vernünftig bedient. Und so weiter und so fort. Ja, du musst jetzt auch nicht immer nur bierernst und erwachsen und charmant reden. Natürlich empfehle ich einen gesunden Mix aus Mistkerligkeit und Charmanz. Na, kannst jetzt auch nicht den ganzen Abend so glotzen, dann kommt auch irgendwann, hab ich was im Gesicht oder was ist hier los? Es ist halt auch eine Filmszene. Aber generell als junger Typ versetzt euch mal ein bisschen hier rein und stellt euch vor, wer Tanzi oder wer Assi Toni im Vergleich wäre oder wer ihr im Vergleich hier wärt. Und Tom Cruise war, als sie das hier gedreht haben, 22 oder 23. Also praktisch ein blutjunges Huhn noch und die meisten Männer, in Anführungszeichen wieder, Anfang 20, sind komplett von der Rolle und 100.000 Kilometer davon entfernt, eine angenehme, entspannte Männlichkeit an den Tag zu legen. Und diesen Vibe kann man hier aus der Szene durchaus ganz gut mitnehmen, finde ich. Um das dann wieder mit dem Draufgänger und dem misskerligen Macho-Typ auf positive Weise zu kombinieren. Diese Musik... Die lief immer bei uns zu Hause. Ich habe sie seit Jahren nicht gehört.
Ne? Auch wie er hier so ruhig erzählt. Wie gesagt, so kannst du nicht die ganze Zeit während des Dates reden. Das wäre eher sowas für eine Beziehung später, wenn du halt neutral zusammen essen gehst, am Tisch sitzt. Ja, kann man auch während des ersten Dates hier machen, aber du kannst halt auch nicht nur den romantischen Säusler machen. Ne? Aber finde ich trotzdem gut, um wieder diese ruhige, gesetzte, erwachsene Männlichkeit rüberzubringen. Meine Mutter spielte diese Scheibe von morgens bis abends. Es war entsetzlich, nicht auszuhalten. Ich konnte es nicht mehr hören. Ja, finde ich, macht die Synchronstimme auch gut. Kann man schon mal erzählen, sowas. Ja, meine Mutter hat das rauf und runter gehört. Ich konnte es nicht mehr hören. Mir hing es zum Hals raus. Und finde ich für so einen klischeehaften und irgendwo auch schlechten Film wie Top Gun relativ interessant und relativ gut gemacht, wie facettenreich er dargestellt wird. Denn normalerweise ist es in schlechten Filmen so, dass halt auch die Charakterzeichnung einfach schlecht ist, aber das ist ja schon interessant, ne? Dass er hier ein ziemlicher Hitzkopf, ein ziemlicher Draufgänger ist in Teilen des Films, aber hier dann echt ziemlich in Ordnung und mal ruhig und mal ganz normal und lässt mal den Quatsch weg und erzählt einfach mal ganz normal und öffnet sich ein bisschen. Finde ich schon ganz gut gemacht, vor allem wie gesagt für einen Film, wo man sagt, naja, ist ja mehr Klischee als sonst was. Ne? Aber sie nicht, sie. Sie hat manchmal stundenlang zugehört und mitgesungen. Ganz allein. Ganz allein. Und jetzt sagt er noch, ja, sie ist kurz nach ihm, also nach seinem Vater gestorben. Und das ist zu viel für so ein Date. Sowas wäre, wie ich es eben gesagt habe, durchaus ein normales Gespräch für eine Beziehung später. Wenn alles schon klar ist, ich mag sie, sie mag mich. Aber so beim allerersten Date, bevor irgendwas Körperliches gelaufen ist, empfehle ich da jetzt nicht mit Abtreibung, Politik, Religion und Finanzsystem anzukommen. Oder wie die Eltern gestorben sind und welche Krankheiten da gewesen sind und so weiter und so fort. Hier ist es jetzt wieder eine Ausnahme, weil sie die Vorgesetzte ist. Sie weiß, dass sein Vater im Krieg umgekommen ist, im Kampfeinsatz verschwunden ist und so weiter und so fort. Und es ist hier auch nicht so ein 100% klassisches Date, irgendwo in der Bar kennengelernt oder auf der Straße angelabert und dann einfach getroffen. Sie ist ja die Vorgesetzte, die Ausbilderin. Deshalb ist es hier nochmal ein bisschen anders, aber trotzdem kannst du halt nicht in die Melancholie da verfallen beim ersten Treffen. Was ist mit ihrem Vater passiert? Das war eine ziemlich mysteriöse Geschichte. Er verschwand am 5. November 1965 in einer F4. So redet man halt in echt auch nicht. Das ist halt so die Filmübersetzung. Nachdem ich duschte, fuhr ich zu Frank, so redet ja in echt keiner. Und ja, die Synchronstimme ist halt auch gut und macht's auch gut. Aber so in die Richtung, wie gesagt, versucht da, gerade wenn ihr noch so ein junges Huhn völlig von der Rolle seid. Bei mir war das damals auch. Ich war praktisch wie so ein 16-Jähriger in einem Körper von jemandem, der Anfang 20 ist. Aber das muss man halt auch lernen, ein bisschen erwachsener zu werden und einfach mal ein normales, neutrales Gespräch zu führen und den Jugendlichen einfach mal daheim lassen, den Quatsch einfach mal wegzulassen. Es gab Gerüchte, er wäre abgehauen. Niemals. Ja, ist halt eine Filmszene, muss man dazu sagen. Dann ein bisschen das legendäre Lied im Hintergrund. Macht's natürlich auch noch alles ein bisschen legendärer. Und dann ist der Vater noch mysteriös verschwunden und so weiter und so fort. So läuft's ja bei den meisten nicht ab. Von daher geht's hier in der Szene weniger um die Worte, sondern nehmt den Vibe mit. Und vor allem, dass er hier in der Szene, auch wenn er noch so Anfang 20 ist, trotzdem als ernstzunehmender Mann wahrgenommen werden kann, bei dem man sich vorstellen kann, ihm ein zig Millionen teures Fluggerät in die Hand zu geben. Oder der halt bei einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel oder einer Massenkarambolage auf der Autobahn halt nicht das nervöse Huhn wäre, was in der Luft rumfuchtelt mit Scheiße, wir verrecken hier, sondern der dann ein ernstzunehmender, erwachsener Typ bleiben würde und irgendeine Art von Anführerrolle locker übernehmen könnte. Und fragt euch auch gerne mal selbst, ist das bei euch genauso? Oder fehlt da gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was? Mein Vater war ein hervorragender Pilot. Tut mir leid, dass ich nicht pünktlich war. Ja, kann man sagen, muss man aber auch nicht. War jetzt okay, er hat es ja so, ich küsse dich gleich, Mädchen, gesagt, dann geht's. Aber wenn du dann wie so ein junges, nervöses Huhn, ach, sorry, dass ich nicht pünktlich war, da zu Kreuze kriechst, das ist wieder nix. Ja, jetzt stellt er das Glas weg, um sie endlich zu küssen, denke ich bei den meisten Filmen. Das wird ja immer so rausgezögert, weil das dumme Fußvolk, ja, die Schafe im Kino finden es geiler, wenn es ewig dauert und man ewig hingehalten wird. Und ich sage mir, jetzt küss sie endlich, du Idiot. Bei jedem zweiten Film kommt es ja vor. Ja, wo man sie in echt einfach ganz normal küssen würde, dann wird das stundenlang rausgezögert. Und jetzt setzt er aber das Glas ab, um sie einfach zu küssen, wie man es in echt machen würde und was völlig passen würde. Und dann verpisst er sich einfach.
Ja, du Depp. Und ja, kann man theoretisch machen, so ein bisschen hard to get als Mann spielen, wenn die Frau weiß, okay, jetzt ist eigentlich der Moment, jetzt wird er mich gleich küssen und du verpisst dich einfach, aber man kann es halt auch übertreiben. Wenn die Chance da ist, wenn es passt, empfehle ich eher, den Move zu machen und zum Kuss anzusetzen. Kannst dich dann ja immer noch verpissen. Wo wollen Sie hin? Ich möchte gern duschen. Und anstatt dann jetzt bei ihr zu duschen und das Ganze in Richtung Kiste zu bewegen, verpisst er sich wirklich und fährt nach Hause, der Anfänger. Danke. Es war schön bei Ihnen. Ja, ich glaube, es hackt. Das ist doch auch albern, da fährt man doch auch mit einem Wheelie dann weg. Also manchmal weiß ich es auch nicht. Dann treffen sie sich am nächsten Tag oder wann auch immer im Aufzug. Und da habe ich eben noch gelesen, ich wollte nämlich wissen, wie alt war Tom Cruise, als sie das hier gedreht haben. Und da habe ich noch gelesen, dass sie hier eine Mütze aufhat, weil das ein Nachdreh war, weil sie schon beim nächsten Film am Rumfilmen war und musste da dunkle Haare haben, hat hier auch dunkle Haare. Und deshalb hat sie halt in der Szene eine Mütze auf, weil sie in Top Gun ja blond ist und im nächsten Film halt nicht. Das heißt, das haben die irgendwann wesentlich später nachgedreht. Finde ich dann auch nicht so easy als Schauspieler, dass du ein halbes Jahr später nochmal auftauchen musst und musst dich dann in die gleiche Rolle wieder reinfinden, obwohl du eigentlich schon wieder jemanden anders schauspielerst und so weiter und so fort. Stelle ich mir gar nicht so easy vor. Und wer weiß, ob die zwei sich hier leiden konnten, dann ist es ja noch schwerer, das zu Schauspielern. Ja, da tun sie so, als hätten sie sich noch nie gesehen. Was soll der Quatsch? Aber auch ganz nett irgendwie. Sieht ganz so aus, als brauchten sie wieder eine Dusche. Das bringt nur unnötige Komplikationen mit sich. Na, dann kommt ein bisschen Filmblödsinn. Sie macht natürlich Schluss, weil es ist kompliziert und bla bla bla. Und hier sehen wir auch die dunklen Haare. Und er ist wieder geschwitzt. Also ihn gibt es anscheinend für sie nur in klatschnass geschwitzt. Morgen. Sir. Guten Tag. Ja, das kennt man ja vielleicht, wenn man schon mal eine Affäre auf der Arbeit hatte, die jetzt nicht so 100% legal oder gern gesehen war, dass man dann ab und zu ein bisschen Geheimniskrämerei da veranstalten muss. Ja, macht schon Spaß. Ja, macht schon Spaß. Und das finde ich gut jetzt, die Szene. Wenn jetzt nicht die beschissene Musik wieder dazwischen kommen würde. Ja, das haben sie durchaus gut gemacht, finde ich, wie er so grinst und sie dann auch so verstohlen rüberguckt. Das fand ich durchaus realistisch. Wie gesagt, wer schon mal so eine illegal mistkerlige Affäre hatte, der weiß ja, was gebacken ist. Ja, macht schon Spaß und finde ich hier auch ganz gut, dass sie ja gesagt hat, nee, wir lassen das besser, es wird so kompliziert und guckt dann aber doch rüber, die haben ja doch Bock aufeinander, das Säugetier macht ja dann meistens doch, was es will. Man kann nicht anders, das Tier steckt die Manne und das ist natürlich auch das Markenzeichen. Ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Jetzt küss sie doch endlich, du Idiot. Und verpisst sich natürlich wieder für die Lemminge im Kinosaal. Ja, das soll es für diese Analyse mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet eine ganze Menge mitnehmen. Guckt euch am besten alle drei Teile nochmal hintereinander am Stück an, um dann die verschiedenen Facetten von ihm euch nochmal reinzuziehen. Von Mistkerl bis erwachsen, bis vernünftig, bis gesetzt, ruhig, nachdenklich, männlich. Aber auch der Draufgänger mit drin, der blöde Hund mit drin, lässt sich keinen Scheiß erzählen und so weiter und so fort. Und versucht einfach davon was umzusetzen, indem ihr einfach die nächsten Tage, wenn ihr unterwegs seid, ihr könnt das theoretisch auch daheim testen, so der Typ einfach mal zu sein, einfach mal zu testen, okay, wie wäre das denn, wie wäre ich denn, wenn ich jetzt einfach mal dieser Typ wäre und es dann beim Einkaufen mal zu versuchen, auf der Fahrt zur Arbeit, beim Reinkommen, auf der Arbeit, in der Tankstelle, beim Bäcker, im Supermarkt und so weiter und so fort. Und wenn ihr was am Start habt, dann natürlich auch bei der Lady. Und ja, natürlich muss das auch kalibriert rüberkommen und jetzt nicht von 0 auf 100 direkt versuchen, der neue Typ zu sein, sodass die Freundin denkt, was ist denn mit dir los? Hast du Drogen genommen oder was? Hier stimmt ja vorne und hinten nichts, sondern ja, man muss da auch erstmal reinwachsen. Aber irgendwann muss man sowieso damit anfangen, wenn man sich entwickeln will. Also warum nicht heute? Ja, ich hoffe, das hilft und wir sehen uns entweder im Next Level Forum, gerne mal reingucken. Für die, die noch nicht an Bord sind, das ist meine Online-Community für Persönlichkeitsentwicklung. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im Coaching. Links dazu, wie immer, unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Haut rein. Ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question. Do a cover, subscribe, watch the original.
I've stored you again. It was subliminal. Yeah, baby.